Dann etwas verspätet. Willkommen zur Pressekonferenz nach dem Sieg Ratze vor dem Ulms mit 103-96 über den MBC. Petra Krunic, Head Coach der Wölfe aus Weißenfels, dein erstes Statement zum Spiel. Schade, wir waren drin. Wir haben eine gute Chance zu gewinnen, dieses Spiel, aber leider am Ende nicht geklappt. Gratulation für Coach, für unsere Mannschaft, für eine gute Spiel. Gratulation für meine Jungs, für eine tolle kämpferische Leistung. Wir haben gekämpft die ganze Zeit und wollen zu gewinnen das Spiel. Jetzt wir müssen konzentrieren auf das nächste Spiel zu Hause. Und ich denke, dass diese Pressekonferenz dauert nicht so lange, weil wir müssen schnell zurückgehen nach Weißenfels. Dankeschön, Thorsten. Dann erstmal danke und ich schließe mich der schnellen Beurteilung des Spiels an. Ich glaube, wir haben ein sehr schönes Spiel gesehen. Die Stimmung war wirklich beeindruckend heute. Ich bin froh, dass wir das Spiel gewinnen konnten, denn MBC hat genau das gehalten, was sie vorher versprochen haben. Haben tollen Basketball gespielt, haben natürlich begünstigt durch eine etwas nachlässige Verteidigung tolle Würfe getroffen, dann irgendwann so viel Selbstvertrauen gehabt, dass sie auch die schwierigen getroffen haben. Aber nichtsdestotrotz, wir haben das Spiel gewonnen und wir haben es deswegen gewonnen, weil unsere jungen Spieler wichtige Impulse und Pausen setzen konnten und weil die Starter im letzten Viertel zwei Gänge hochgeschaltet haben in der Verteidigung und dann wirklich ein ganz tolles Viertel abgeliefert haben. Ich bin sehr froh, dass wir das Spiel gewinnen konnten gegen eine gute Mannschaft und freue mich jetzt auf das Finale in Ludwigsburg, denn da ist ja, wenn ich nicht ganz falsch liege, sogar noch der 5. Platz drin. Dankeschön. Um dem Wunsch von Frederik Krunic nachzukommen, vielleicht als erstes Fragen an Herrn Krunic. Ganz kurz warten, dann kommt ein Mikrofon. Wie stehen die Chancen, dass Kusatula am Sonntag spielen wird? Kleine. Gibt es weitere Fragen an Frederik Krunic? Wenn nicht, dann vielen Dank. Fragen an Thorsten Leibenhardt. Kurzes Handzeichen reicht, dann gibt es ein Mikrofon. Muss auch nicht sein, wenn es keine gibt. Bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und wünschen einen schönen Hausweg und sehen uns wieder in den Playoffs.